Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 20. Was reißt dein Herz dich fort? Was funkeln deine Augen, dass sich dein Mut wider Gott richtet? Und du solche Reden aus deinem Munde lässt? Hiob, Kapitel 15, Verse 12 und 13. Maloriel hockte in der Astgabel einer alten, kranken Eiche am Rande der Stadt und sah zum wolkenverhangenen Himmel hinauf. Der Baum trug zwar auf den ersten Blick noch ein volles Blätterkleid, das den Rameliten von den neugierigen Blicken vereinzelter Passanten bewahrte, weiter zum Stamm hin jedoch waren seine Äste bereits kahl und tot. Es war nur noch eine Frage von Monaten, bis das prächtige Gewächs endgültig brüchig und zu einer Gefahr für die Bürger werden würde. Dann kämen die Holzfäller und würden ihn fällen, ehe er von alleine zu Boden stürzte. Maloriel fühlte sich dem Baum verwandt. Auch er wirkte nach außen wie einer der ehrfurchtgebietenden ramelitischen Himmelsboten. Aber im Inneren rang sein Glaube ums Überleben. Man hatte sie nach Strich und Faden belogen. Alles, das gesamte, feste, sichere Gebäude der angelitischen Kirche fußte auf einer Lüge. Oder vielleicht sogar aus einem ganzen Fundament aus Lügen, einem Lügengeflecht. Sein Blick wanderte zum Himmel der Michaeliten hinüber. Ein Haus der Lüge. Oder vielleicht doch nicht? Warum sollten die geweihten Väter und Mütter so etwas Grausiges tun? Sicherlich doch nicht nur aus Machtgier? Niemand konnte so skrupellos sein und Kinder stehlen, ihnen mittels irgendeiner vom Herrn der Fliegen geschaffenen oder aus einer anderen abgrundtief bösen Quelle stammenden Magie Flügel anhexen und ihnen erzählen, sie seien die Gesandten Gottes. Nein, das war vollkommen undenkbar. Die Gesichter seiner Lehrer und Lehrerinnen, der Monarchen und Beginen im Himmel der Rameliten zu Prag, stiegen vor seinem geistigen Auge auf. All diese kultivierten, klugen Diener der Kirche, Kindesentführer, Verbrecher und Ketzer? Nie und nimmer. Oder doch? Nein, niemals. Diese Erinnerungen halfen Maloriel, seinen unruhigen Geist ein wenig unter Kontrolle zu bringen. Ja, es war unstrittig, dass Teile der angelitischen Doktrinen nicht der Wahrheit entsprachen. Lügen waren, wie ein Teil seines Gehirns hartnäckig betonte, aber die meisten Monarchen und Beginen, die er kannte, waren ehrliche, gottesfürchtige, gute Menschen. Und auch wenn er einmal Matthäus, einem Fischers Sohn, gewesen war, war er es noch? War er nicht mehr geworden als ein Knabe aus Ramiels Land, ein Himmelsbote? Er trug die mächtigen, weißen Schwingen. Er war weit herumgekommen, hatte die Wunder und die Schrecken dieser Welt gesehen, gefühlt. Gedanken verloren, strich er über eine Narbe, die er vom Angriff der Traumsaat bei Tours zurückbehalten hatte. Matthäus mochte ein kleiner Junge aus Ramiels Land gewesen sein. Maloriel war ein Bote des Herrn. Beinahe fühlte er sich schon wieder gut. Es musste Gründe für den Betrug geben. Aber dennoch war er, wie auch immer, ein Engel und würde es für immer bleiben. Dann aber drängte sich dem Rameliten ein neuer Gedanke auf. Er würde nie erfahren, was aus dem jungen Matthäus geworden wäre. Wer waren seine Eltern? Wer seine Freunde? Lebten möglicherweise? Maloriel hielt unwillkürlich den Atem an. Seine leiblichen Geschwister in jenem Dorf am Meer? Wenn ihn die Beutereiter nicht geholt hätten in jeder schicksalhaften Nacht, wäre er dann ein Fischer geworden wie sein Vater? Hätte er eine liebe Frau gefunden und eine Familie gegründet, Kinder gezeugt und aufgezogen, bis wiederum die Beutereiter in der Nacht ins Dorf gekommen wären und sie weggeholt hätten. Herr im Himmel, welche Gründe gab es, die diese unerhörte Grausamkeit rechtfertigten? Ein verschwommenes Bild stieg aus den Tiefen seiner Erinnerung auf, oder besser, ein Gefühl. Harte Hände um seine Mitte, die ihn nach oben schieben, zu den anderen Kindern auf den Wagen. Seine eigenen kleinen, weißen Hände mit den schmutzigen Fingern, die sich verzweifelt über die Schulter des Beutereiters,
schwarzes Leder, Schweißgeruch, so groß, unermesslich groß und kraftvoll, streckten. Zurück zu einem Leben, das nicht mehr weitergehen wird, seinen Spielkameraden, dem Weiler, den Eltern. Seine Eltern, wer waren sie gewesen? Wären sie noch da, heute, wenn er den Weg zurückfände an die sturmumtosende Nordküste Ramielslands? Valoriels Schultern sanken herab. Selbst wenn er sie fände, wer würde ihm glauben? Für sie würde er immer ein Engel sein, ein geflügelter Diener des Herrn. Er trug die mächtigen weißen Schwingen, er konnte lesen und schreiben, er besaß Zugang zur Kathedrale der Gedanken. Der Herr hatte ihm zusammen mit Signum, Sigil und Scriptura diese und weitere Mächte verliehen. Wie auch immer, wer auch immer aus dem kleinen Matusch den Engel Maloriel gemacht hatte. Der Prozess ließ sich nicht mehr umkehren. Nie mehr. Wie bei Hiob. Sogar ohne seine Schwingen und nach dem Verlust seines Ordens, sogar in Gefangenschaft der Templer, war Hiob immer noch ein Sendbote des Herrn gewesen. Was war wohl aus dem Raguliten geworden? Hatte man ihn vor ein angelitisches Gericht gestellt, wie es in den letzten Tagen gerüchterweise im Himmel herumgegangen war? Wartete er in einer gesicherten Zelle im Vatikan auf immer neue Befragungen? Oder hatte man ihn etwa geläutert? Vater im Himmel, die Läuterung! Erneut weigerte sich Maloriels Geist, diesen Gedanken bis zur letzten Konsequenz zu Ende zu denken. Die Läuterung. Konnte es sein, dass man ahnungslosen Bauern, Fischern, kleinen Leuten, die nicht nur ihre Kinder stahl, sie zu Engeln erhob, sondern dann, wenn ihre Erinnerung zurückkehrte, auch noch kaltblütig ermordete? Konnte das Szenario, das er von Rahels erschrockenen Augen entworfen hatte, wirklich wahr sein? Maloriel schloss für endlose Minuten die Augen, atmete ruhig, wie man es ihm im Himmel zu Prag beigebracht hatte. Ein sachter Luftzug kam auf und ließ das hohle Blätterkleid der Eiche rascheln. Kein Vogel zwitscherte. Der Ramielit beruhigte sich. Nein. Nein, das konnte, es dürfte nicht sein. Zu ungeheuerlich wäre diese Heimtücke. Diese Barbarei. Das war es. Ein solches Verfahren wäre mehr als Ketzerei. Es hätte nichts Menschliches mehr an sich. Es käme geradewegs aus den verdammten Hirnwindungen des Herrn der Fliegen. Gott, der Herr, der barmherzige Vater, hätte niemals zugelassen, dass man seinem Namen derart frevelte. Niemals. Er war da, er sah auf sie herab und er lächelte mit seiner Gnade. Maloriel atmete die milde Luft ein, hielt sie einen Moment und ließ dann langsam sie durch die Nase ausströmen. Genug der Skepsis. Es gab Prinzipien, an denen er nicht zu rütteln war. Eine davon war die Barmherzigkeit des Herrn. Höchstwahrscheinlich gab es eine andere Erklärung für das Verstummen seiner Ordensgeschwister. Die Läuterung mochte auch für etwas vollkommen anderes stehen, aber nur wofür? Verbrachte man die Himmelsboten mit den wiedererwachenden Erinnerungen an eine spezielle Stätte, wo sie in aller Ruhe ihre Mitte wiederfinden konnten? Bekamen sie später andere Aufgaben? Oder was geschah sonst mit ihnen? Aber schließlich, seine Schargeschwister hatten keine Träume wie er. Hiob und die Rameliten, deren Erinnerungen er in der Kathedrale der Gedanken gelesen hatten, waren immer noch nur ein kleiner Teil aller Engel, die auf der Welt ihre Aufgaben nachgingen. Eventuell ging das Mysterium also nur einem kleinen Teil der himmlischen Herrscharen an. Aber warum sollte es das? Plötzlich übermannte Maloriel die Verzweiflung mit aller Macht. Was sollte er nur tun? Wie sollte er mit diesen Bedenken in sich weiterleben? Er konnte nicht zurück.
Das war augenscheinlich. Aber wie sollte es weitergehen? Konnte er mucksmäuschenstill weiter in einem System existieren? Ja, für ein System kämpfen, das Kinderraub im großen Stil betrieb und vielleicht sogar mordete, wie die kalte Stimme eines logischen Verstandes? Maloriel ließ sein Haupt zwischen seine Knie sinken. Nein, das konnte er nicht. Niemand würde so etwas tun. Er machte die Augen zu, verging im Rhythmus seines Atems. Meditation, Ruhe. Er erkannte, dass er die Stille nötig hatte. Er konnte nicht für unbegrenzte Zeit hier draußen bleiben. Er musste irgendwann den Weg zurück in seine Schar finden. Doch um diese Entscheidung treffen zu können, nützte es nichts, von Ungewissheit zu Ungewissheit, von Schrecken zu Schrecken zu hetzen. Wie man ihn gelehrt hatte, würde er sich in die Stille versenken und dann, wenn er innerlich kühl geworden war, das Problem durchdenken und lösen. Und es war auch nur ein Problem, nicht mehr und nicht weniger als die philosophischen Denksportaufgaben zu Beginn seiner Ausbildung. Eine Verflechtung von Informationen und Umständen, die man mit Intelligenz in ihre Bestandteile zerteilen, im Kleinen analysieren und dann wieder zusammensetzen konnte und eine Lösung finden. Maloriel überließ sich dem vertrauten Ein- und Aus seines Atems und versank in die Reglosigkeit, bis etwas mit ohrenbetäubendem Krachen durch die Blätterhülle seiner Eiche brach und hart auf dem großen Ast etwas oberhalb der Astgabel, in der Maloriel hockte, landete. Voller Angst zuckte der Ramelin zusammen und geriet für einen Sekundenbruchteil aus dem Gleichgewicht. Dann gewann die Übung die Oberhand. Er verlagerte sein Gewicht und fand die Balance wieder. Vor Maloriel saß, nach Hiob, der seltsamste Engel, den er je gesehen hatte. Und er war unzweifelhaft weiblich. Sie war groß und ihre Armmuskeln zeichneten sich deutlich unter der sonnengebräunten Haut ab. Sie trug die Skriptura und das Flammenschwert der Gabrieliten. Und damit endete die Liste der bekannten Merkmale. Sie war betagt. Viel zu betagt. Wären nicht die gewaltigen Schwingen auf ihrem Rücken gewesen, er hätte sie für eine Templerin oder Beutereiterin jenseits von 20 Sommern gehalten. Vielleicht auch etwas weniger, denn ihr Antlitz war vom Wetter gegerbt und von Sorgenfalten gezeichnet. Um ihren Mund lag ein dominanter, gespannter Zug. Von ihrer Stirn zog sich eine Narbe, gerade hinab durch ihre rechte Augenbraue, als habe jemand versucht, ihr das Auge auszuschlagen. Ihr langes Haar war dunkelbraun und zu einem praktischen Zopf zurückgebunden. Keine Spur von der althergebrachten Wickelung der Gabrieliten. Ihr Gewand bestand aus Rindsleder und grobem Leintuch und war abgewetzt wie das einer Beutereiterin oder eines Zugvogels. Maloriel bemerkte instinktiv, dass dieser Engel mehr mit einem dieser beiden Sorten von Menschen gemeinsam hatte, als mit Adoniel, Ariel oder gar ihm selbst. Für einen kurzen Moment starrten sie einander an. Die Augen des fremden Engels waren vom Staubigen braun. Dann sagte sie: Maloriel, wir haben nicht viel Zeit. Lass uns verschwinden, bevor dich hier jemand mit mir zusammen sieht. Ihre Stimme klang wie die eines Templergenerals, befehlsgewohnt, geheimnisvoll, glashart. Woher kennst du meinen Namen? Fragte der Ramelit aufrichtig verwundert. Das ist jetzt nicht wichtig. Ich erkläre dir alles später. Die Fremde machte Anstalten, sich in die Luft zu schwingen. Wer bist du? Fragte Maloriel fassungslos. Wie kann es sein, dass... Hör mal zu, kleiner Bruder. Aus irgendeinem Grund klang die vertraute Anrede aus dem Mund der Fremden wie eine Beleidigung. Meine Leute und ich haben ein großes Risiko auf uns genommen, um dich ausfindig zu machen. Und du bist in Gefahr. Das hast du ja schon selbst eingesehen. Sonst wärst du wohl kaum aus dem Himmel fortgegangen. Also lass uns fliegen. Für Erklärungen haben wir später noch Zeit. In Gefahr, entfuhr es Maloriel. Jetzt war es an der Unbekannten, erstaunt zu sein. Dann zogen sich ihre Brauen in Zorn und Unbeherrschtheit zusammen. Was hast du denn gedacht? Dass man dich für deine Kunststückchen und klugen Fragen mit einem Zuckerstück belohnt? Man wird dich kalt machen und deine Schargeschwister gleich mit, wenn du nicht aufpasst. Maloriel fühlte sich für einen furchtbaren Moment, als hätte die kalte Stimme seines Verstandes plötzlich einen eigenen Körper entwickelt. Dann aber begann sein Geist, die Ereignisse der letzten Minuten zu verarbeiten.
wer auch immer diese undurchschaubare Gestalt war. Er würde ihr nicht blind an einen unbekannten Ort folgen. Schließlich hatte er den ganzen Tag in der Eiche gesessen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ein paar Minuten länger würden daran nichts ändern, solange die Fremde nicht wie jetzt mit ihren Schwingen schlug und das äußere Blätterkleid des Baumes in Bewegung brachte. »Ich werde nicht einfach mit dir fliegen«, sagte Maloriel ernst. »Nicht, bevor du mir ein paar Antworten gegeben hast.« Die Fremde starrte den entschlossenen, dreinblickenden, silberhaarigen Remelit mit offenem Mund an. »Wer bist du? Woher kennst du mich? Wer sind deine Leute? Und wer sollte mich kalt machen wollen, um deine Worte zu wählen? Wofür? Wieso?« »Bist du des Wahnsinns, kleiner Bruder?« herrschte die Fremde ihn plötzlich an. »Du weißt doch Bescheid. Ich weiß, dass du dich entsinnen kannst. Jetzt stell dich nicht so an. Wir haben jetzt wirklich keine Zeit für...« Das war zu viel für Maloriel. »Wer hat dir das gesagt? Ich habe meine Träume niemanden außer Rahel anvertraut und ich glaube nicht, dass du sie kennst. Da aber außer Rahel keiner etwas von meinen Träumen weiß, wer sollte...« Jetzt dämmerte es Maloriel. »Außer Hiob? Schickt Hiob dich zu mir? Wie macht er das? Wo sie ihn doch im Vatikan festgesetzt?« »Wer ist Hiob? Ich kenne diesen Namen nicht«, schnauzte ihn die Fremde an. »Und ich nehme keine Befehle mehr von selbsternannten heiligen Männern der Kirche entgegen, falls du dich auf irgendeinen Vertrauten aus deinem Orden beziehen solltest. Die sind alle aus dem gleichen verfaulten Holz geschnitzt.« Maloriel starrte die Frau, den Engel, ob dieser Gotteslästerung wortlos an. »Was ist eigentlich mit dir los? Meine Quelle war sich sicher, dass die Träume bei dir eingesetzt haben. Du hast sogar schon mit deiner Scharschwester darüber gesprochen. Warum zögerst du dann noch? Dir muss doch klar sein, dass die Aasgeier der angelitischen Kirche nur noch auf eine Gelegenheit warten, dir den Gar auszumachen, bevor du noch mehr herausfindest. Ich hoffe bloß, deine Schwester hat sich besser unter Kontrolle als du und lässt sich nicht von jeder dahergelaufenen Sängerin anmerken, was sie weiß.« »Ambra Djalla«, schloss es Maloriel durch den Kopf. Was hatte die hübsche Lautistin bemerkt? »Es gibt Hilfe.« Sollte die bizarre, wütende Frau diese Hilfe sein? Sie wirkte eher wie eine fanatische Ketzerin in ihrem Zorn. Wären da nicht die unübersehbaren Schwingen auf ihrem Rücken gewesen? Maloriel sah ihr unbeirrt in die Augen und wiederholte stur: »Wer bist du?« Die Frau holte tief Luft und ließ sie bedächtig durch die Nase wieder entweichen. Dann faltete sie die gewaltigen Flügel und ließ sich ruhig auf den Ast nieder. Sie zog ein längliches Messer aus einer Schneide an ihrem Gürtel und legte es griffbereit über ihre Oberschenkel. Maloriel stellte fest, dass ihre gesamte Bekleidung mit größer und kleineren Taschen und Schneiden besetzt war, in denen Messer und andere eindeutig als Waffen zu erkennende rätselhafte Gegenstände steckten. »Ich heiße Elizabeth. Ich bin eine geflügelte Kriegerin. Ich streite für die Autokratie meiner geflügelten Brüder und Schwestern, die von einem kaltblütigen Moloch namens Angelitische Kirche gefangen und vergewaltigt und ermordet werden.« Maloriel nahm sich vor, den Ausdruck Moloch bei Zeiten in der Kathedrale der Gedanken nachzulesen. Er klang irgendwie vorsinnflutlich. Im Moment aber gab es eine weit brennendere Frage. »Was meinst du damit?« Die Fremde Elisabeth zuckte zusammen, als wolle er sie schlagen. »Das kann nicht dein Ernst sein«, stieß sie schließlich hervor. Maloriel sah ihr schweigend ins Gesicht. »Du bist ungeheuerlich.« Wieder ein tiefer Atemzug. Ein bedächtiges Ausatmen. »Also gut, fangen wir von vorne an. Du hast die Träume gehabt, Maloriel.« »Ja, das habe ich.« »Dann weißt du auch, dass du früher ein menschliches Kind warst.« »So ist es.« »Du hattest früher ein Leben, eine Familie, all das, bis irgendwann die Beutereiter kamen, um dich zu entführen. Oder besser, den Zehnt der Kirche einzutreiben. Die hübschesten, stärksten, vielversprechendsten Kinder des Dorfes.« Maloriel beschloss, dass es wohl keinen Sinn hatte, Elisabeths Wortwahl in Frage zu stellen. Die Fakten,
wie auch immer man sie bewerten wollte, stimmten. Der Ramelit nickte. Anscheinend weißt du noch nicht, was dann mit dir geschehen ist. Man hat dich in eine riesengroße, vorsinnflutliche Maschine gesteckt und dir Flügel angeklebt. Frag mich nicht, wie das geht. Aber dass es funktioniert, wissen wir beide. Dann hat man dir gründlich das Gehirn gewaschen, dass du vergessen hast, wer du wirklich bist und dich für einen verdammten Engel des Herrn hältst. Dass du hörst und gehorchst und die Drecksarbeit für die machtbesessenen Parasiten erledigst und bloß nicht selber denkst. Seine Gedankengänge mussten dem Ramelit deutlich ins Gesicht gestanden haben, denn sie rümpften verdächtig die Nase und wiederholte: Bloß nicht selber denken. Sogar ihr Rameliten, ihr Bewahrer des Wissens. Ha! Keinem von euch ist es eingefallen, einmal in den Tiefen eures gesammelten Wissens nach den Ursprüngen der Tätowierungen zu forschen. Ihr lasst euch also mit dieser Heuchelei, Halbwahrheiten und mysterischem Blendwerk täuschen wie alle anderen. Die ganzen Erzählungen über den Herrn, der seine Engel zur Erde schickt, um die Traumsaat zu bekämpfen, sind das Papier nicht wert, auf dem sie aufgeschrieben sind. Ich habe mit einer Handvoll Ausnahmen noch keinen von euch getroffen, der je etwas wirklich Bedeutendes aufgeschrieben hätte, glaub mir. Ich habe die ein oder andere Bibliothek bis zum hintersten Wand erforstet. Maloriel erkannte an ihrem zufriedenen, sarkastischen Grinsen, ob einer fassungslosen Verwirrung, das sie absichtlich zugegeben hatte, lesen zu können. Also, ich will es kurz machen. Die Angelitische Kirche ist eine Ansammlung gewissenloser Lügner und Betrüger, die sich eine Armee sogenannter Engel hält, die aber nichts weiter als veränderte Menschenkinder sind, um die Menschen zu beherrschen. Sie sind wie Zecken im Fleisch der Menschheit. Wenn jemand, sei es ein Engel oder ein Mensch, ihre Heuchelei durchschaut, lassen sie ihn verschwinden. Wenn einer der künstlichen Engel zu alt wird, unterbewusst fuhr sie sich über die Krähenfüße in ihrem Augenwinkel. Und man bemerken könnte, dass es sich nicht um ewig jungen Sendboten eines nicht existenten Gottes handelt, dann lassen sie ihn ebenfalls verschwinden. Ich weiß nicht, wie du dich bisher um diese Einsicht gedrückt hast, aber die Läuterung ist ein anderes Wort für Mord. Gemeinen, bestialischen Mord an einem verblendeten Kind. Als würdest du ein stumpf gewordenes Schwert wegwerfen. Alle, die du für deine Lehrmeister, Ordensbrüder oder Befehlsgeber gehalten hast, die treu dem Herrn dienen, sind nichts als eine riesige Verschwörung von Mördern und Lügnern. Man muss sie im Kleinen aufhalten, wo man kann, und im Verborgenen nach einem Weg suchen, sie ein für alle Mal zu vernichten und intelligente Engel wie dich vor der Ermordung zu bewahren und ihnen Bewahrung aufzunehmen. Gespannt sah sie ihn nach ihrer kleinen Rede an. Maloriel hatte das deutliche Gefühl, dass sie diese Ansprache schon häufiger gehalten hatte. Dennoch klangen ihre Worte hohl in seinen Ohren, wie das heise Krächzen eines Raben an einem trübigen Wintertag. Freilich gab es einige Fakten, die nicht zu leugnen waren. Er wusste schließlich, dass man ihn als Kind entführt, irgendwie in einen Engel verwandelt und für die Zwecke der angelitischen Kirche eingesetzt hatte. Aber, und wieder rief er sich die Gesichter seiner Lehrer und Mentoren vor Augen, es war unmöglich, dass die Kirche nur eine Ansammlung von Verbrechern und letztlich Ketzern war. Er dachte an die Momente, die ihn berührt und geformt hatten. Die Ausbildung, die Engelsweihe, die Erlebnisse mit seinen Schargeschwistern. Ariel, Adoniel, Daniel und Rahel. An die Mysterien, die er gesehen und an denen er Anteil gehabt hatte. Rahels Heilkräfte, die Schwingen mochten unecht sein. Aber was war mit den Mächten? Wie sollten die Menschen anderen Menschen derartige Fähigkeiten verleihen? Oder die Kathedrale der Gedanken? Oder, und hier spürte er zum ersten Mal, seit er den Himmel verlassen hätte, wie die zuverlässige Gewissheit seines Glaubens und Vertrauens in den Herrn
der alterlose Pontifex Maximus. Ja, es gab einiges zu uns rätseln, aber eigentlich konnte Elisabeth nicht die Wahrheit sagen. Plötzlich bestürmte ihn die Sehnsucht nach seinen Brüdern und Schwestern und der Geborgenheit einer Schar. Maloriel richtete seinen Blick erneut auf die Frau mit den Skriptura der Gabrieliten und sagte: »Ich weiß nicht, was wahr ist, aber deine Vision der Dinge ist es nicht. Ich muss zurück zu meiner Schar.« Sie starrte ihn fassungslos an, dann zornig. »Anscheinend haben meine Leute sich in dir getäuscht. Du bist augenscheinlich nicht stark genug, die Wahrheit zu ertragen und gegen unsere wahren Feinde zu kämpfen. Aber lass dir eins gesagt sein. Wenn jemand, der dich nicht kennt, so einfach erkennen kann, was mit dir los ist, dann können es die Schergen der Kirche schon lange. Die wissen schließlich Bescheid, nach welchen Anzeichen sie Ausschau halten müssen. Denk an meine Worte. Wenn sie dir den Hals umdrehen, und wenn du auch nur einen Funken Ehre im Leib hältst, dann hältst du deine Schargeschwister daraus. Auch wenn sie nach wie vor einer Priesterin einer dunklen Kirche glich, Maloriel konnte sich der Logik dieser Worte nicht entziehen. Er durfte die anderen nicht weiter mit seinen Mutmaßungen und Überlegungen belasten, bis er nicht herausgefunden hatte, was wirklich hinter allem steckte. Keine Dialoge, keine Fragen, keine Ausreißer mehr. Er musste auch aufhören, seine Erkenntnisse außerhalb der Kathedrale der Gedanken aufzuzeichnen. Das war viel zu riskant. Bei dieser Eingebung fiel ihm seine letzte Konversation mit Rahel ein und er schrak zusammen. »Mein Traumtagebuch«, entfuhr es ihm. Für einen Augenblick wirkte Elisabeths Gesicht fast mitfühlend. »Du hast deine Notizen im Himmel vergessen?« »Nein, ich habe sie meiner Raphaelitin Rahel gegeben. Falls mir etwas zustößt, dann sollte sie einem anderen Rameliten das Buch geben.« Die Worte klangen schal in seinen Ohren. Der Blick der geflügelten Frau brannte sich in seinen. »Egal, ob du mir glaubst oder nicht, du kannst nicht mehr zurück. Es ist gewiss, dass man dich und damit deine Schar bereits in Verdacht hat. Du kannst davon ausgehen, dass zumindest der Abt lesen und schreiben kann. Und bei einigen anderen hohen Dienern der Michaeliten wäre ich mir da auch nicht ganz so sicher. Außerdem sind, soweit ich gehört habe, derzeit zwei Inquisitoren zweier verschiedener Orden im Himmel. Wenn man nur diesen Aufzeichnungen bei ihr findet, kann sie sich herausreden. Wenn man dich findet oder sie dich noch einmal sieht, dann wird das den Arkon bekräftigen, dass sie ebenfalls viel weiß. Dann ist auch sie verloren.« Maloriel lief ein kalter Schauer über den Rücken. Elisabeth lag mit ihrem Bild der Kirche in jedem Fall neben der Realität. Dennoch konnte er nicht riskieren, die kleine Raphaelitin einem ungerechtfertigten Verdacht oder gar einer Untersuchung auszusetzen. Es war schon falsch gewesen, sie mit seinen Folgerungen über die Träume zu belasten, bevor er sich über die Konsequenzen klar geworden war. Ob es ihm gefiel oder nicht, an dieser Stelle musste er Elisabeth recht geben. Er hatte sich in der letzten Zeit zu auffällig verhalten, als dass er einfach zurückkehren und davon ausgehen konnte, dass man sie ungefragt ziehen ließ. Wäre es nur um ihn gegangen, wäre er das Risiko eingegangen, um wieder bei den anderen zu sein. Aber er dürfte nicht riskieren, ihnen zu schaden. Wenn man aber Rahel und seine übrigen Geschwister wieder erwarten in Ruhe ließ, würde die Raphaelitin tun, worum er sie gebeten hatte, und das Tagebuch einem anderen Raphaeliten geben. Dann würde es zu seinem ursprünglichen Zweck erfüllt und andere auf die Fährte des Rätsels setzen. Maloriel traf eine Entscheidung rational, fast ruhig. »Ich werde mit dir gehen, Elisabeth. Zumindest für eine Weile. Zumindest bis ich mich an das Leben ohne meine Schar so weit gewöhnt habe, dass ich allein zurechtkomme«, dachte er bei sich. »Na endlich!« Die gigantischen Flügel Elisabeths entfalteten sich. Sie schlug ein paar Mal probehalber damit und stellte sie schließlich auf den Ast. »Ich bin überzeugt, du wirst noch vernünftig, Kleiner.« Damit erhob
sich die abtrünnige Gabrielitin in die Luft und durchbrach im nächsten Moment die Baumkrone, ohne Rücksicht auf die Äste zu nehmen, die ihr ins Gesicht peitschten und auf Maloriel herunterprasselten. Der Ramelit stieß sich ab und folgte ihr. Er zwang sich, keinen Blick zurück zum Himmel über Roma Aeterna zu werfen, als sie die ewige Stadt hinter sich ließen. Und es war für alle besser so. Für sie alle.